Das ist für mich die Hoffnung, dass viel mehr Menschen begreifen. Erstens, Politik ist nicht nur im Bundestag oder in irgendwelchen Parlamenten. Politik sind wir alle. Zweitens, man kann auch was erreichen, wenn man Bündnisse und Banden schließt. Und drittens, dass Gestaltung so viel mehr Spaß macht als Verwaltung vom Status quo. Das war die Stimme von Autorin und Mobilitätsaktivistin Katja Diehl. Sie erzählt uns heute, wie wir uns von unserer emotionalen Abhängigkeit vom Auto lösen können und wie die Verkehrswende mit der Klimakrise zusammenhängt. Ich bin euer Host Jonas Witsch und bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Podcasts zuständig. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Gästin. Wenn es um die Frage geht, wie wir in Zukunft von A nach B kommen, darf sie auf gar keinen Fall fehlen. Katja Diehl ist Expertin für Mobilität, setzt sich für eine gerechte Verkehrswende ein und mischt medial so gut wie überall mit. In sozialen Medien trommelt sie unter dem Pseudonym She Drives Mobility für die Verkehrswende. Außerdem schreibt sie einen Newsletter, moderiert einen Podcast und veröffentlicht Bestsellerbücher. Auch die Politik berät sie, zum Beispiel die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Hi Katja, schön, dass du trotz all dem heute Zeit hast, uns hier im Podcast zu besuchen. Danke für die Einladung, hallo. Die meisten, die das Schlagwort Mobilität hören, denken wahrscheinlich an Autos. Woran denkst du eigentlich? An Wahlfreiheit, an Freiheit im Sinne von Entscheidungen treffen zu dürfen, das Mobilitätsmittel zu nutzen, auch an Füße. Das wird nämlich auch oft vergessen, dass wir die ja auch noch haben. Und an eine gute Zukunft, Lebensräume, die wir dem Auto gegeben haben, zurückzuholen für Menschen. Und Deutschland ist ja das Autoland, würden viele sagen. Man denkt nur an die großen Autokonzerne, an die vielen Autoexporte und natürlich an die Autobahn ohne Tempolimit. Wann hast du eigentlich für dich gemerkt, dass da etwas grundlegend falsch läuft? Also ich habe einen Führerschein gemacht und ich fahre bis heute auch Auto, weil im ländlichen Raum meine Eltern mittlerweile darauf angewiesen sind, gefahren zu werden. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Also ich bin sehr ländlich aufgewachsen. Abitur habe ich gemacht in Lingen, was jetzt nicht unbedingt ländlich ist, aber was man so schön verstädterten ländlichen Raum mittlerweile nennt. Und allein in der Beobachtung, was mit diesem Lebensraum in der Zeit, wo ich da Abi gemacht habe, bis heute passiert ist, habe ich schon gemerkt, da geht was in die falsche Richtung. Es gibt keine Nahversorgung mehr. Wir haben zwar einen Regionalbahnhof, der war zeitweise gar nicht mehr angeschlossen. Also da sind schon innerhalb der Zeit, wo ich da lebe, Dinge passiert, die ich beobachtet habe, die Menschen ins Auto drängen. Und ich bin diejenige, die mit dem Fahrrad fährt und einfach auch nur gut unterwegs sein will. Also ich sehe mich gar nicht als radikale Radfahrerin oder radikale Bahncard 100 Nutzerin, sondern ich möchte gut mobil sein, ich möchte sicher sein und ich möchte, dass das Grundgesetz, was mir ja die Unversehrtheit eigentlich zusichert, des eigenen Lebens eingehalten wird. Und das sehe ich gerade nicht auf Deutschlands Straßen. Ich sehe eine große Ungerechtigkeit, eine große Flächenungerechtigkeit vor allen Dingen auch. Und ich habe tatsächlich Mobilitätswende schon als sinnvoll erachtet, als die Klimakrise noch gar nicht so als gesellschaftliches Thema verankert war, weil ich tatsächlich viele Menschen sehe und kenne, die keinen Führerschein haben, die eine Behinderung haben, die marginalisierten Gruppen angehören. Und deswegen entweder gar nicht mobil sein können oder aber im Auto sitzen, weil sie gesellschaftliche Probleme umfahren. Und da gab es keinen Moment, sondern eher eine immer größere Erkenntnis. Irgendwann hat es mich dann auch gestresst, dass überall Autos waren. Eine Zeit lang habe ich wahrscheinlich auch, wie viele andere, gedacht, das ist so eine Art Stadtmobiliar. Und deswegen kann ich keinen tollen Moment verkaufen an dich, aber ja, immer mehr, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, immer mehr schlimme Facetten auch davon. Und wann kam so für dich der Punkt, an dem du dir vielleicht gesagt hast, jetzt werde ich Vollzeit-Mobilitätsaktivistin? Ja, das ist so und so immer, wenn ich in so Runden sitze und man soll sich kurz vorstellen, ist das für mich immer total schwierig, weil ich immer wieder in der Radikalisierung und Entradikalisierung bin, weil ich auch weiß, dass Aktivistin in Deutschland durchaus genutzt wird, um Menschen herabzuwürdigen. Also Aktivistinnen sind das Gegenteil von Expertinnen, habe ich immer so das Gefühl. Ich habe 15 Jahre in dem Bereich gearbeitet, also alles außer Autobranche. Ich war in der Logistik, ich habe für Stadtwerke gearbeitet, Carsharing mit aufgebaut, habe Bus- und Bahnverkehre kennengelernt, also sozusagen den Maschinenraum von öffentlichen Verkehren, von geteilten Verkehren, und habe aber auch gemerkt, dass dort auch
sehr monoperspektivisch gearbeitet wird. Also sowohl die Fahrradbranche als auch die ÖPNV-Branche als auch die Autobranche sind ja bis heute sehr männlich dominiert. Und das heißt automatisch, dass da Perspektiven fehlen. Und das hat mir dann auch gefehlt. Es wurde dann auch irgendwann immer schwieriger, als Katja in solchen Konzernstrukturen zu arbeiten, weil ich eben viel auch hinterfrage. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich keine Konzernpflanze bin. Und dass, obwohl alle mich als erfolgreich von außen lesen, dieses Gefühl weder in Herz noch Gehirn angekommen ist. Und jetzt habe ich halt natürlich eine ganz andere Form von Selbstwirksamkeit mit allen positiven und negativen Facetten, die das so bedeutet. Und was bedeutet denn Verkehrswende für dich genau? Und könntest du das so prägnant formulieren, so in einem Satz oder vielleicht in zwei Sätzen? Ja, wahlfreie Mobilität, dass ich immer die Wahl habe zwischen mindestens zwei Optionen. Und das ist ja was, da muss ich auch eine Anerkennung aussprechen, was Werbeindustrie, Autolobby und auch die deutsche autozentrierte Politik so geschafft haben. Die haben ja diesen Freiheitsbegriff wirklich fürs Auto geframed und das ist totaler Quatsch, weil Auto bedeutet auf jeden Fall eine finanzielle Abhängigkeit. Das zeigen sogar Studien vom ADAC, wo ich mal behaupten würde, der ist jetzt nicht der Lobbyverband, der Autos minimieren will. Und dass es mehrere hundert Euro ja mittlerweile sind, die so ein Auto auch kostet. Also das muss man sich erstmal leisten können. Und durch Geld sind ja schon viele ausgeschlossen. Dann Barrierefreiheit. Menschen, die ICE fahren wollen und im Rollstuhl sitzen, müssen sich vorher anmelden können, nicht spontan, trotz Bahncard 100, einfach so wie ich in den Zug einsteigen. Sicherheit ist ein Thema. Im Hauptbahnhof in Hamburg hast du ab 22 Uhr keinen sicheren Raum, wo du dich aufhalten kannst. Und du brauchst natürlich eine verfügbare Alternative. Und das ist für mich der Begriff von Mobilität einfach gar nicht, hat das was mit Verkehrsträgern oder Verkehrsmitteln zu tun, sondern dass ich die Wege, die ich zurücklegen will, sicher und gut hinter mir haben kann. Treibt dich bei deiner Arbeit mit der Verkehrswende oder an der Verkehrswende oder mit deiner Arbeit als Mobilitätsexpertin, Aktivistin auch die Klimakrise an? Ich habe gehofft, dass durch die Klimakatastrophe Druck drauf kommt, also endlich was zu tun. Die Mobilitätswende hat auch ohne Klimakatastrophe total Sinn. Wir können nicht immer weiter so eskalieren. Also das sieht man ja auch an den Verkaufszahlen aktuell, dass es jetzt sehr viele SUVs gibt, also völlig über den Alltagsbedarf gekaufte Autos, die dann als unproblematisch erachtet werden, wenn sie elektrisch fahren, aber dass wir immer noch global gesehen total viel Gewalt ausüben, weil wir halt in Regionen des globalen Südens wertvolle Ressourcen aus der Erde reißen, nur damit hier in Deutschland 45 Minuten am Tag eine Person in diesem Auto sitzt und es bewegt. Das ist einfach, das geht nicht. Na, also ich sehe da durchaus auch den globalen Kontext. Ich habe auch immer so ein bisschen versucht, wenn es wieder diese Eskalation gegen die letzte Generation, so nach dem Motto, der deutsche Arbeiter muss noch zur Arbeit kommen. Ich sage, was ist denn mit dem Menschen, dem Arbeiter im globalen Süden, der jetzt auf der Flucht ist, weil wir ihm Lebensräume geraubt haben durch den Konsum, den wir haben. Und das ist auch gleich schon der Hinweis, wir können es zwar Mobilitätswende nennen, aber es ist natürlich vielleicht sogar die größte gesellschaftliche Transformation, die wir schaffen müssen, damit Mobilität gut wird. Dadurch, dass das größte Problem das Auto ist, gehen wir da nicht ran, weil wir in Deutschland so unglaublich mit diesem Auto viele andere Dinge verbinden, als nur von A nach B zu kommen. Und ich bin diejenige, die das hinterfragt. Also wirklich fragt, ich gucke jetzt hier hinterm Jüdischen Museum, ist mein WG-Zimmer, ich gucke hier auf den vollgepackten Raum und würde fragen, willst du das so behalten? Wahrscheinlich würden Leute sogar sagen, naja, es ist nicht schön, aber es geht ja nicht anders. Das ist immer so die Antwort, die ich bekomme. Und das war ja mal anders. Und die Schwierigkeit an Mobilitätswende ist wahrscheinlich wirklich, dass wir ein paar Schritte rückwärts gehen müssen. In Zeiten zurück, wo wir lebenswerte Räume hatten, wo der Raum zwischen den Häusern, den Menschen und der Begegnung gehört. Also ich habe jetzt gerade das zweite Buch, was im Mai rauskommt. Und da habe ich ganz viel mit Kindern auch deutlich gemacht. Es gibt den sogenannten Adultismus. Das ist also sozusagen die Diskriminierung gegen Kinder qua Alter. Also dass wir ganz viel der Selbstbestimmtheit und Souveränität von Kindern ihnen weggenommen haben, weil wir den Raum an unsere erwachsenen Autos gegeben haben. Also kein Kind oder wenige können in der Stadt einfach vor der Tür spielen oder es gibt umzäunte Spielplätze. Das gibt's alles erst, seitdem es Autos gibt. Und du kannst in deutschen Städten auch sofort sehen, welcher Elternpaar zu welchem Kind gehört, weil man immer so vorsichtig ist. Und ich versuche auch gerade mal wieder meine seit 4 Jahren existierende Idee eines Kinderbuches an einen Verlag zu bringen. Ein Kind aus der Zukunft, was auf unseren Status quo von heute schaut und überhaupt nicht versteht, was wir da gemacht haben. Ne? Also
eine Frage, die dieses Kind zum Beispiel stellen könnte, warum habt ihr Kinder in so einen umzäunten Bereich gesteckt und dann konnten die ja nur im Sand buddeln, rutschen und schaukeln. Also das ist ja total vorgegeben, was man als Kind da zu tun hat. Und da glaube ich, dass ich schon, dadurch, dass ich ja auch mal Journalistin war und was mit Sprache studierte, dass ich da schon auch einen Zugang über Sprache habe. Manche Vorträge beginne ich zum Beispiel mit der Frage, hatten Sie heute auch so Parkdruck? Und dann hörst du so ein Raunen im Saal, ja, ja, und jeder kennt, ne, Parkdruck, was also Parkdruck ist. Und dann sage ich immer, es gibt zu wenig Grünflächen in der Stadt. Also Parkdruck ist ja der Begriff, den wir benutzen, um zu sagen, es gibt zu wenig Autoabstellplätze, also Parkplätze. Park ist für mich eigentlich was grün ist und Bäume hat. Das war nämlich meine erste Assoziation. Ich Parkplatz suche, Parkdruck. Aber Park, der Park, was grün ist. Ja klar, ist spannend, dass die erste Assoziation dann Parkplatz eher ist. Ja, ruhender Verkehr. Das sind abgestellte Stahlschachteln. Ne? Also da ist ganz viel auch in der Sprache tatsächlich passiert, dass das positiv empfunden wird in dem Sinne, parken. Aber ich will halt parken als eine Sache sehen, wo ich irgendwo rumliege auf einer grünen Wiese in Ruhe. Ne? Also das wäre für mich parken. Also ich verstehe das auch als einen Kulturwandel, der vonstatten gehen muss, also auf sprachlicher Ebene, aber natürlich auch, ja, ganz praktisch. Für jedes Individuum muss es dann andere, neue Lösungen geben. Ja, Lösungen, wie Menschen sicher von A nach B kommen, aber nicht nur mit dem Auto. Ehrlich gesagt, der größte Hebel ist ja das, was wir beide gerade auch machen, obwohl wir festgestellt haben, wir sind gar nicht so weit auseinander, in Berlin gerade, Wege nicht anzutreten. Also das größte Ding der Verkehrswende ist tatsächlich, Wege nicht anzutreten, Wege zu hinterfragen. Muss ich für eine Ayurveda-Kur 5 Tage auf die Malediven die absaufen, fliegen? Ist das in der Nähe liegende Ziel vielleicht auch das Richtige? Warum will ich immer da sein und nicht hier? Also da stecken ja ganz philosophische Fragen auch tatsächlich dahinter. Ne? Mit mir befreundete oder gut bekannte Autorin hat auch über das Bleiberecht in dem Sinne geschrieben, dass wir vielleicht schaffen müssen, dass es okay ist, wenn Leute sagen, nee, mir reicht das, hier zu sein. Also vor 10 Jahren würde ich mal behaupten, jeder, der gesagt hat, nee, es reicht, wenn ich auf meinem Balkon sitze und meine Zeit da verbringe, da haben wir die wahrscheinlich als Spießer tituliert oder so. Aber eigentlich waren das ja Menschen, die im Alltag eine große Zufriedenheit wahrscheinlich mit ihren Räumen haben. Und die Unzufriedenheit mit der Stadt kommt ja vom Auto. Also wer mir da erzählen will, natürlich, du musst es lieben, mit mehreren Menschen auf Quadratmetern zu leben. Also sonst gehst du ins Ländliche, aber wenn die Autos raus wären aus dem städtischen Raum, wäre es ja wieder ein Lebensraum und sehr viel Lebensqualität. Der Lärm wäre weg, die Flächenknappheit wäre weg. Wir könnten auf manchen großen Kreuzungen wahrscheinlich sogar Häuser bauen und Wohnungen schaffen, so groß wie die sind. Und das ist was, wo ich immer wieder merke, diesen Schritt des Hinterfragens, diesen Schritt mal zu gucken, will ich das wirklich behalten? Wo fahre ich eigentlich in den Urlaub hin? Fahre ich dahin, wo man gut parken und schnell durchfahren kann? Oder eher da, wo keine Autos sind? Und wir leben in so einer total beschleunigten Zeit, wo ganz viele Dinge einfach keine Zeit und keinen Raum mehr haben, wie das Hinterfragen von Status quo. Und da versuche ich mit meinen ganzen Angeboten, die du ja netterweise auch schon genannt hast, einfach eine Zugänglichkeit auf verschiedenen Ebenen zu gewährleisten. Also der Podcast wird am 27. März jetzt 5 Jahre alt. Und das sind alle 14 Tage sind da Folgen rausgekommen. Da kann man fast schon wie bei Wikipedia nachschlagen, was gibt es eigentlich im ländlichen Raum? Welche Dinge hat Katja da schon mal vorgestellt? Also ich mache 1003 Angebote, aber es muss natürlich damit anfangen, dass Leute sagen, ich will was verändern. Ich will raus aus meinen Routinen, ich gehe vielleicht sogar raus aus meiner Komfortzone. Ich werde wahrnehmbar als eine Person, die Veränderung möchte. Und diesen Schritt gehen viele noch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ich höre oder ich verstehe, dass Verkehrswende aus vielen Gründen gut und richtig und wichtig ist. Wenn wir die Mobilität transformieren, dann natürlich auch aus Klimagründen, damit wir die Klimakrise etwas bremsen können. Und daher meine Frage an dich, ob du so eine Art Klimamoment hattest, so eine Art Klimaerwachen, wo du gemerkt hast, ich muss jetzt in diesem Bereich tätig werden oder da, wo ich bin, halt was machen, damit ich was gegen die Klimakrise auch machen kann. Ja, natürlich ist das eine Reise. Und auch sehr bei jedem Menschen, den ich so kenne, eine sehr persönliche Reise, weil du, wenn du die Ausmaße erkennst, erstmal in ein schwarzes Loch fällst. Also wenn du wirklich begreifst, was Klimakatastrophe bedeutet
Und ich bin jetzt letztes Jahr 50 geworden. Das bedeutet, ich kriege ja auch noch relativ viel mit. Also viele Menschen denken immer, dass es wie viele Generationen auch noch entfernt. Und bei meinen Eltern im Ländlichen musste jetzt so eine ewig alte Hecke, die wohnen da seit 30 Jahren in ihrem Einfamilienhaus, musste rausgenommen werden, weil es ein Flachwurzler war und im Emsland auch das Grundwasser absackt. Und wir haben manche Tage mit komplett geschlossenen Jalousien verbracht, weil sonst keine Klimaanlage, sonst wäre es für die beiden einfach auch zu heiß geworden. Und das sind natürlich Momente, wo ich in meiner unmittelbaren Nähe auch vulnerable Personen haben, die nochmal wieder mehr Effekte spüren werden. Und ich hatte eine Kindheit, wo irgendwann Tschernobyl Thema war und da gab es so Filme und Bücher, die Wolke, und es war unglaublich viel mediale Präsenz und man durfte mit Opa keine Pilze mehr sammeln. Und da hatte ich einen Moment, da sind wir, haben eine Radtour gemacht und hat es angefangen zu regnen und ich habe mein kleines Fahrrad hingeworfen und habe geheult, weil ich dachte, ich muss jetzt sterben, weil ich von diesem Regen gehört hatte und es gab ja auch den Begriff von sauren Regen, also auch jenseits von Tschernobyl. Und da hatte ich richtig diesen Elefant auf meinem Brustkorb stehen und ich habe gedacht, es geht jetzt vorbei, es ist Ende. Und dann wurde Katja halt erwachsen und wenn man erwachsen wird, gehört es sich nicht, Ängste zu haben oder zu äußern. Es gehört sich nicht, Vulnerabilität zu zeigen. Es gehört sich nicht, über Erkrankungen zu reden. Und es können bis heute noch 1000 berühmte Menschen sagen, ich habe eine Depression. Wenn du das im Büro sagst, ist es immer noch eine andere Sache. Und ich hatte eine sehr große Krise vor 10 Jahren, das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, wo verschiedene Dinge in meinem Leben passiert sind, dass ich wirklich auf dem Arsch gelandet bin. Und ich würde mal behaupten, da war ich dann auch offen für doch wieder diese Verletzlichkeit und habe gemerkt, das ist halt Teil meiner Persönlichkeit. Ich habe es einfach verdrängt, so verletzlich zu sein, weil alle um mich rum immer so tun, als wenn es ihnen super geht. Und da hatte ich diesen Elefanten wieder auf der Brust sitzen. Und ich habe auch auf diesem Weg von vor 10 Jahren bis heute so viel geweint, nicht um mich, sondern um die Menschen. Also ich durfte indigene Personen kennenlernen, von deren Volk noch 80 Personen da sind, weil sie halt neben so einer riesigen RWE-Mine leben, die 16-mal so groß ist wie Lützerath, das Loch. Und ich stand vor diesem Lützerath-Loch und habe gedacht, wie kann das nochmal 16-mal größer sein? Also ich habe hochgradig hinterfragt, mit was für Privilegien ich einfach in dieses Leben gestartet bin, in der Geburtslotterie halt einfach gewonnen, weil mit deutschem Pass, weißer Hautfarbe, mit einem Papa, der Erste in seiner Familie war, der Abi gemacht hat, mit einer Mama, die total viel für andere getan hat. Also das erkennst du ja manchmal auch gar nicht als Kind. Ich war auch ein bisschen genervt vom Ehrenamt meiner Mutter. Die hat nämlich im ländlichen Raum eine der ersten AIDS-Hilfen mit aufgebaut. Also ich war durch meine Eltern in einer Umgebung, die haben bis heute alle Möbel, die sie jemals angeschafft haben. Wir haben immer noch diese grüne Küche, diese Spinatküche. Also das war für mich total logisch, dass man nicht ständig neuen Kram kauft. Wir hatten noch immer nur ein Auto. Aber ich weiß das erst sehr, also ja gut, 20 Jahre war schon wohl schon, aber erst wirklich seit Neuerem sozusagen im Vergleich zu meinem Lebenslauf zu schätzen, was sie mir mitgegeben und vorgelebt haben. Und dieses Klimakrisending kommt immer wieder. Und ich habe tatsächlich sehr wenige Menschen, die ich Freundinnen nenne. Das ist für mich sehr hohes Gut, Menschen so nah an mich ranzulassen. Meine Familie, dann kommt so ein zweiter Kreis um mich rum mit richtig guten Bekannten, also die kurz davor sind, vielleicht diesen Begriff zu kriegen. Und dann habe ich aber auch Leute, wo ich sage, ihr wart mal näher an mir ran, aber ich habe euch ein bisschen weggeschoben, weil ihr kostet mich Kraft, ihr wollt weitermachen wie bisher, ihr seid in eurer Komfortzone. Es reicht euch, um es jetzt auch mal wieder ganz hart zu sagen, auf Demos gegen rechts zu gehen, aber wenn jemand radikal rassistisch beleidigt wird im Bus, sagt ihr weiterhin nichts. Ne? Also das ist was, wo ich an mich einen hohen Anspruch habe. Ich habe ein Leben, was Ursache von einer Klimakatastrophe ist. Ich lebe im globalen Norden, wir sind das Problem. Aber ich möchte es besser machen, jeden Tag. Und möchte auch andere inspirieren, das zu tun, weil es ist kein Verzicht, sondern es ist Rückgabe von Privilegien an die Gesamtheit von Menschen. Das Einzige, worum wir uns gerade streiten, sind Privilegien. Das ist kein Recht auf Verbrennung, sondern wir haben uns das einfach genommen. Und da habe ich viele Menschen jetzt um mich rum, die ich nicht unbedingt täglich sehe, aber die mich tragen, auch durch schwere Zeiten tragen und die mir Kraft geben, weil sie auf welche Art auch immer an der Veränderung mitarbeiten und die mich so jeden Tag kostenlos
belernen und ich viele Dinge auch entdecken darf. Ich frage mich, während du so sprichst, wie du denn mit deinem Anliegen dann Menschen auch mitnehmen möchtest. Was sind da so deine Argumente? Ja, das sind keine Argumente. Also hier geht es ja rein um Emotionen. Es ist auch Quatsch, dass du mit Klimafakten Menschen dazu bringst, was zu verändern. Und das ist ganz süß, weil ich grinse gerade breit, das hört man vielleicht am Hören, aber wir haben in Hamburg, da habe ich mit Jan Kamensky und Anna Amiel, 12 Quadratmeter heißt es. Das ist ein, wir nennen es Moving Workshop. Da machst du 1,5 Stunden mit uns einen Spaziergang. Du beginnst in Hamburg bei Park Fiction. Das ist ein relativ bekannter Bereich, wo der Pudelclub auch ist und so weiter, also relativ nah am Hafen auch. Mit schönem Ausblick über die Elbe. Genau, und dann gehst du halt mit uns bis zur Wohlwillstraße und wir machen immer wieder Stationen. Und das heißt, 12 Quadratmeter, weil ein Parkplatz, um jetzt wieder mal dieses blöde Wort zu benutzen, also ein Abstellplatz für ein Auto, sind meistens 12 Quadratmeter oder mehr. Das ist so eine Norm. Und als 3 Persönlichkeiten, die wir mit sehr unterschiedlichen Hintergründen das jetzt gemacht haben, Anna Amiel ist eine politische Aktivistin, die auch da aufgewachsen ist, die total viel erzählen kann, was in diesem Viertel eigentlich passiert ist. Warum ist die Astra-Brauerei nicht mehr mitten in Hamburg, wo man noch zu Fuß zur Arbeit gehen konnte und so weiter. Jan ist der visuelle Utopist, also da setzen wir den Leuten halt eine VR-Brille auf und da können sie auf einen Parkplatz, Autoabstellplatz einfach andere Dinge setzen, wie einen riesigen Baum, der mit wehenden Blättern ganz viel Grün auf einmal in diese Straße bringt oder eine Bank, wo Menschen sitzen können und sich unterhalten können und sich begegnen können. Also wir selber sind natürlich total begeistert von dem, was sie da geschaffen haben, aber wir haben schon so ein paar Snippets mal verteilt und so, die Leute sind total angetan. Und das braucht es. Wir haben verlernt zu träumen. Wir haben verlernt, uns einfach das Bestmögliche vorzustellen und dann zu versuchen, 80% davon zu bekommen. Wir gucken immer nur auf die Probleme und nicht auf die Möglichkeiten. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Weil mit den Ideen, die ich mittlerweile kenne, könnten wir sofort morgen anfangen. Aber wir machen es halt nicht, weil wir nicht an dieses Auto rangehen. Und deswegen habe ich auch für mich in dem 2. Buch nochmal ganz deutlich formuliert, es geht nicht darum, wie wir in Zukunft fahren, sondern wie wir in Zukunft leben wollen. Und das ist eine viel größere Frage, die aber hinter dieser Mobilitätswende steckt. Ja, genau. Am 29. Mai kommt dein 2. Buch raus. Und der Titel ist Raus aus der Autokratie, rein in die Mobilität von morgen. Dafür hast du mit über 100 Menschen gesprochen. Und gibt es eine Idee aus diesen vielen Gesprächen, die dich wirklich nachhaltig beeindruckt hat? Ja, erstmal haben mich die Leute nachhaltig beeindruckt. Und es war total spannend, weil im 1. Buch habe ich ja Menschen zu Wort kommen lassen, die vom Autosystem ausgeschlossen sind, die im Auto sitzen, obwohl sie es gar nicht wollen. Und die, ehrlich gesagt, meine Erkenntnisse aus ihrer persönlichen Situation heraus geschildert haben. Ich hätte das Buch auch ohne die schreiben können. Das wollte ich aber nicht. Erstens, weil ich Menschen Sendezeit in meinem Buch geben wollte. Und zweitens, weil es immer überzeugender ist, wenn Menschen nicht über Menschen reden, sondern Menschen sprechen lassen. Das habe ich beim 2. Buch genauso wieder gemacht. Nur, dass es diesmal mit Expertinnen war. Wenn sie zum Beispiel in der Politik sind, alle eins. Und wenn ihr mich morgen abwählt, ist es okay. Ich habe ein Mandat, also Anne Hidalgo, Oberbürgermeisterin von Paris, ist angetreten, um das menschenfreundliche Paris wieder zu gestalten. Und sie hat gesagt, wenn ihr mich dann nach 4 Jahren abwählt, dann ist es okay. Aber ich habe versucht, was zu verändern. Ihr habt mir das Mandat für 4 Jahre gegeben. Ich mache in den 4 Jahren so viel wie möglich, dass ich das umsetze. Und sie wurde wiedergewählt. Und das eint die Menschen, die ich als PolitikerInnen interviewt habe, dass sie sagen, es geht mir hier nicht um Macht in dem Sinne, dass ich meine eigene Person immer wieder in diese Machtposition bringen möchte, sondern ich will mit der Macht, die mir geliehen wird, was Gutes bewirken. Und natürlich hat Anne Hidalgo auch einen unglaublichen Bezug zu den Pariser Klimazielen. Also das ist in ihrer Stadt beschlossen worden. Und das war auch sehr inspirierend für mich, weil das ist genau das, was ich gerade in unserer Politik vermisse. Weil da geht es total viel um Posten, da geht es total viel um Machterhalt, da geht es total viel um Wiederwählbarkeit. Muss man natürlich in der Balance machen, klar. Also man kann nicht mit Dingen antreten, die einen sofort zur Abwahl führen. Aber was zum Beispiel Belit Ohner in Hannover jetzt ausgerufen hat, ausgerechnet die autogerechteste Stadt Deutschlands soll wieder den Menschen zurückgegeben werden. Und das Einzige, was der SPD dann einfällt, ist, aus der Fraktion auszutreten. Nicht mit einer eigenen Idee, sondern nur zu sagen, nee, so nicht. Und das ist so eine Haltung, die im Moment überall, also es reicht einfach zu sagen, will ich nicht. Und das ist für mich unterkomplex. Wir müssen die Zukunft im Heute ausverhandeln.
Aber mich hat inspiriert, dass er sich nicht davon abbringen lässt, zum Beispiel, um bei Billet Ona jetzt zu bleiben. Und dass er da langen Atem beweisen will, aber er braucht natürlich eine Bevölkerung, die ihn da stützt und supportet. Das ist ganz klar. Haben dir die Gespräche Hoffnung gegeben? Die Gespräche haben mir auf jeden Fall gezeigt, dass da so viele Menschen sind, die nicht das Ich im Vordergrund haben, sondern das Wir. Und dass viele Leute, die da tätig sind und die ich in dem Buch versammelt habe, das Buch endet mit einer Familie, die im ländlichen Raum das Auto abgeschafft hat, weil sie Autokorrektur gelesen haben. Und die haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt ein Jahr. Und wenn es scheiße ist, kaufen wir uns wieder ein Auto und jetzt leben sie autofrei. Und das geht von ganz oben. Winfried Herrmann habe ich interviewt, wo ich ja auch im Beirat sitze, baden-württembergischer Verkehrsminister, bis halt zu dieser Familie. Also es gibt ja so viele Stufen von Veränderung. Du musst dein Auto nicht sofort abschaffen, aber mach doch mal was mit dem Rad, mach doch mal was alternativ, probier mal einfach was aus. Und das ist für mich die Hoffnung, dass viel mehr Menschen begreifen, erstens, Politik ist nicht nur im Bundestag oder in irgendwelchen Parlamenten, Politik sind wir alle. Zweitens, man kann auch was erreichen, wenn man Bündnisse und Banden schließt. Und drittens, dass Gestaltung so viel mehr Spaß macht als Verwaltung vom Status quo. Katja, wir kommen jetzt zu unserem Klimadilemma. In jeder Folge von Pott der guten Hoffnung besprechen wir Situationen, in denen die Klimakrise uns vor schwierige Entscheidungen stellt. Manuel und Julian von Treibhauspost stellen uns eine solche Situation jetzt vor und diskutieren das für und wider. Das Klimadilemma. Das Dilemma heute geht ganz schön ans Eingemachte. Kann ich mitten in der Klimakrise noch Kinder in die Welt setzen? Das ist eine wirklich taffe Frage, Manuel, die vor allem junge Menschen, glaube ich, auch bewegt. Also in einer aktuellen Studie kam raus, dass 81% der jungen Menschen nachvollziehen können, wenn man in diesen Zeiten keine Kinder mehr kriegen will. Und ich schließe mich da jetzt einfach mal an und sage, nein, heutzutage ist es wirklich keine gute Idee mehr, Kinder in die Welt zu setzen. Okay, krass, lass mich raten, Julian. Dein erstes Argument ist, dass dein Nachwuchs über sein Leben hinweg Unmengen an CO2 ausstößt. Richtig geraten, aber diese Unmengen wurden sogar in der Studie jetzt berechnet. Also durch ein Kind, das du in einem Industrieland wie Deutschland bekommst, verursachst du knapp 60 Tonnen CO2 pro Jahr. Das sind 15 Langstreckenflüge. Okay, stopp, ich muss dich da jetzt mal unterbrechen. Also das irgendwie aufzuwiegen hier mit CO2 und Langstreckenflügen, das ist eine völlig verkorkste Rechnung. Wieso das denn? Also erstens wissen wir ja noch gar nicht, in welcher Welt unsere Kinder aufwachsen werden. Da ist noch viel Wandel möglich. Das heißt, wie willst du berechnen, wie viel die emittieren? Zweitens könnte man ja auch das so sehen, dass wir viele klimabewusste Menschen brauchen und dass es also gerade wichtig ist, dass die sich fortpflanzen, ihre Werte weitergeben und so weiter. Und wer weiß, vielleicht wird dein Kind dann die nächste Luisa Neubauer, dann wäre der Effekt aufs Klima auf jeden Fall ziemlich positiv. Ist klar. Aber hast du dir mal die Prognosen angeguckt für den Klimapfad, auf dem wir gerade sind? Also mit 2,5 bis 3 Grad mehr. Kinder, die wir jetzt in die Welt setzen, erleben ja noch die nächste Jahrhundertwende, vielleicht sogar 2120. Und die müssen mit all den Klimafolgen bis dahin leben, also mit der Wasserknappheit, den Hungerkrisen, den Flüchtlingsströmen, den Konflikten und so weiter. Das ist auf jeden Fall tough, aber es ist auch eine ziemlich privilegierte Sichtweise, das jetzt so zu sehen, jetzt wo die Klimakrise auch in Zentraleuropa ankommt. Also der Anspruch kann ja eigentlich nicht sein, Kinder nur in einer heilen Welt kriegen zu können. Also wann war das denn jemals der Fall? Außerdem ist es auch keine Lösung, keine Kinder zu bekommen. Also im Gegenteil, man könnte ja fast schon gleichsetzen mit kapitulieren und Hoffnung verlieren. Und ich glaube, du unterschätzt auch den Punkt, dass viele vielleicht erst durch die eigenen Kinder richtig motiviert werden, sich für eine bessere Zukunft einzusetzen. Katja, kennst du dieses Dilemma vielleicht aus deinem Umfeld oder hast du davon mal gehört? Oder wie siehst du das? Ja klar, kenne ich das und ich würde mal behaupten, dass es neben der Klimakatastrophe gerade noch ein anderes Thema gibt, die Faschisierung von Deutschland. Also das ist halt aktuell wirklich, man trifft ja für einen Menschen eine Entscheidung zu entstehen, sozusagen. Dieser Mensch hat danach nicht gefragt. Und ich kann beide Seiten verstehen. Ich finde es auch irgendwie doof, dass man sich da entscheiden muss für eine der beiden Seiten. Ich glaube, da weiß jede Person selbst, warum sie Kinder kriegt. Und das ist was, wo ich mir einfach wünsche, dass wir es wirklich hinbekommen. Und da sehe ich gerade die Klimakatastrophe erstmal fast noch nachrangig in dem, was wir 2024 so politisch vor der Brust haben. Andererseits finde ich es schon auch schrecklich, dass wir so privilegiert sind in Deutschland, mit die Verursachenden zu sein und gleichzeitig so einen Lifestyle nicht zu hinterfragen. Ne? Also es müsste, und das ist jetzt wieder der Link zur Mobilitätswende,
des Deutschen liebstes Kind soll das Kind sein und nicht das Auto. Und momentan machen wir weniger für Kinder als für Autos. Und das ist einfach schon die größte Disbalance, die ich da aussehe. Danke für deine spannende Antwort. Kommen wir zur abschließenden Frage, Katja. Hast du einen Pro-Tipp für unsere HörerInnen, wie du es in diesen Zeiten schaffst, trotz alledem optimistisch zu bleiben? Ach, mir hilft vor allen Dingen der Humor von meinem Papa, weil, ohne Humor geht's nicht. Also man muss auch mal über die Abstrusität von manchen Sachen einfach lachen können. Und ich lasse mir auch nicht nehmen, ein fröhlicher Mensch zu sein. Also viele Leute sagen, oh Gott, mit dem Thema, was du so hast und mit dem Hass, der dich so erreicht, warum bist du eigentlich immer noch so fröhlich? Kann ich euch nicht erklären. Ich sage immer, ich habe mir in mir so ein Gerechtigkeitskraftwerk. Also ich bin ganz groß interessiert an der Zukunft, wo es allen Leuten gut geht, weil ich kann nicht klagen, wie man so schön sagt. Und das ist was, wo ich schon auch eine Bereicherung sehe, weil ich sehe, dass da, wo zum Beispiel Mobilitätswende stattfindet, vor 2 Jahren war ich auf Interrail-Tour mit meinem Faltrad und ich war in diesen Räumen, die wir immer alle runterbeten können, ne? Paris, Barcelona, Kopenhagen. Und das ist einfach Lifestyle, das ist einfach cool. Also das ist etwas, wo wir mit großer Vorfreude auch in ländlichen Räumen mal hinschauen sollten, ob wir da nicht lieber mal Radwege bauen, damit Kinder sicher zur Schule radeln können. Also ich sehe ganz viel Tolles, was da entstehen kann. Ich habe ganz viele tolle Leute, mit denen ich Projekte mache. Und irgendwie, wo ich merke, hey, da passiert auch was, dass sich Menschen endlich mal die Zeit nehmen, auch mir ein Feedback zu geben. Man muss manchmal ein bisschen schubsen und ich selber muss da auch immer drauf achten, dass man nicht nur meckert, sondern auch mal sagt, ey, richtig cool, was ihr da macht. Und genau, da ist ganz viel Freude. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Katja. War sehr schön, mit dir zu sprechen und ja, alles Gute. Danke dir, schön, dass ich da sein durfte. Und euch, liebe HörerInnen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne ein paar Sterne und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns drüber. Wir machen eine Staffelpause über Ostern und sind am 24. April mit der zweiten Hälfte der ersten Staffel zurück. Falls ihr Feedback oder Tipps für spannende Gästinnen habt, schreibt uns gerne an hoffnung@boell.de. Mein Name ist Jonas Witsch und ich bedanke mich fürs Zuhören.